Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atlas. In unserem Let's Build Wohnhaus. Und ja, hier ist unser wunderschöner Klotz. Ich gehe nochmal auf die andere Seite, wie das da so wirkt. Okay. So ein bisschen Tempel ist jetzt nicht mehr so, ne? Also Tempeloptik haben wir jetzt hier gar nicht mehr so. Durch dieses Schrägdach. Naja, wir haben alles so ein bisschen zusammengefasst. Moderne mit Ghetto und alten Tempeln. Mhm. Nun gut, also. Wir müssen jetzt hier noch ein paar Fenster reinbauen. Beziehungsweise ein paar Wände. Und diese Schrägdinger natürlich auch. Das macht doch. Sag mal. Aufmüpfig. So, dann haben wir das schon mal zu. Und hier noch eine klassische Wand. Okay. Dann brauchen wir da ganz unten. Das gefällt mir. Also ich glaube, wir machen doch hier auch Fenster rein. Es wäre auch schön, wenn man so Pflanzen und sowas hier hinstellen könnte. Und Lampen und sowas. Lass uns noch mal kurz gucken bei der RP-Dekor-Mod. Die habe ich doch hier auch irgendwo gehabt. Das war ja diese hier, ne? So, da haben wir... Wieso ist denn hier überall der Filter drin? So. Wir haben hier diese Lampen. Und was ist das hier? Ein Bett. Ja gut, da brauchen wir ja natürlich noch viel Deko fürs Haus. Das ist ganz klar. Ein Briefkasten. Bulletin Board. Wir nehmen natürlich alles. Dann haben wir hier... Ah! Kann ich das eigentlich bauen jetzt, oder... Nö. Also er zeigt mir auch alles hell an, aber ich brauche schon die ganzen Ressourcen. Oh ja, geil. Was ich eigentlich wissen wollte... Flacken. Ja, Flacken sind auch cool. Furniture haben wir so ein bisschen was. Lampen. Hier. Also das ist eine Table... Eine Tischlampe. Das, ich dachte, es gibt so eine richtigen Laterne, die man draußen hinstellen kann. Das wäre natürlich mega cool. Stone Fireplace, auf jeden Fall. Ein Grill. Teppiche. Irgendwelche Deko-Sachen, ja, könnte man auch noch nutzen. Na gut, das ist jetzt nicht so der Brüller. Weiß nicht, gibt es denn irgendwelche Mods, wo man auch Grünzeug bauen kann? Da muss ich nochmal gucken, ne? Das ist mir jetzt ein bisschen wenig hier tatsächlich. So, jetzt machen wir erstmal hier so eine Reling hin. So, was? Grüne Reling. So. Ne, dass man hier schön rausgucken kann. Dann will ich gucken, ob das hier auch funktioniert. Oh nein, jetzt sagt mir nicht, das funktioniert nicht. Och, Kacke.
Jetzt habe ich gedacht, ich kann das hier so ransteppen, aber nein. Kann ich nicht. Das ist voll schade. Das heißt, ich müsste jetzt tatsächlich mit klassischen Ceilings arbeiten. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Oder ob das einfach zu klobig ist letztendlich. Halt so ein Balkon. Und auch mit so einem Vorsprung oben, was jetzt auch nicht so verkehrt ist, wie ich finde. Das kann auch so bleiben. Hier oben, an dem Dach, hätte ich gerne auch sowas. Ja. Ja. Drück. Wie so eine Regenrinne, so ein bisschen, stelle ich mir das vor. Hier auch. Ja, super. Einfach um dem Gebäude so ein bisschen mehr Schmackes zu geben. So. Und so. Leider snappt da nichts dran. Das ist ein bisschen schade. Aber nun gut, dann machen wir halt. Lösen wir das halt anders. So. Hat jetzt schon ein bisschen mehr Pep, oder? Denke ich. Machen wir hier oben auch nochmal so eine Regenrinne. Kann überall diese Dinge ersetzen, das ist ziemlich cool. Hier kannst du keine Querbalken setzen, wenn ich das richtig sehe. Bisschen schade. Okay, und hier kann ich einmal rumgehen. Mach schon. Was ein bisschen knifflig hier teilweise. Dann wieder hier.
Das finde ich auch besser, weil dann nimmt das hier diesen komischen Abstand einfach mal weg, der da ist zwischen den Frames und dem Dach. Finde ich ganz gut. So. Hier auch wieder. Was ist da los? Hallo? Na? Ist das der Level 1er? Ich weiß es nicht. Hier mit diesen Dingern kann man bestimmt auch noch coole Sachen machen. So. Hier noch eine Regenrinne. Hallo. So. Von der Seite schon mal relativ interessant. Das sieht hier alles total murks aus. Was machen wir denn da? Ich glaube, hier an der Seite mache ich auch so ein Gebilde. Einfach der Symmetrie wegen. Und weil es sonst so nackig aussieht hier. So, der Eingang wäre dann auch hier. So. Dann eine Schrägwand. Hier eine klassische. Und so. Okay. Na, wie spät ist das? 17:30. Ich mach mal nochmal 8 Uhr. Okay. Mit das. Was könnte man denn da noch hinbasteln? Also so Grünzeug würde jetzt wirklich so ein bisschen helfen, ne? Ach, die Regenrinne muss hier noch hin. Ja. So, okay. Auf dieser Seite, was machen wir denn hier noch Feines? Hier müssen wir gar nichts mehr machen, ne? Jetzt erstmal in dieses Gebäude rein. Diesmal aber von der anderen Seite. So. Ah, schön. Ab nach.
nach Hause. Hier zu. Wie geht's in den Garten? Also in diese, in dieses Dings hier. Ich hätte gerne Pflanzen. Okay. So, hier ist alles schickidi schick. Dann gehen wir hier einmal hoch. Dann sind wir hier in dem Thronsaal. Wo man auch direkt runterstürzen kann. Direkt, gar kein Problem. Und hier müssen wir irgendwie nach oben kommen. Die Frage ist nur, wie? Ich stelle mir auch tatsächlich eine Treppe vor. So eine große Treppe. Große Treppe. Okay, warte. Wir müssen hier erstmal noch eine Ceiling hinmachen. So. Und tatsächlich, glaube ich, mache ich noch eine Ceiling ran. So, und dann kommt die Treppe. Da. Und da. Wir kommen hier rein, und dann kommt hier diese Treppe. Mit einer schönen Reling. Und hier kommt auch eine Treppe. Dann geht es direkt nach oben. So, hier auch. So. Hier geht es hoch und dann haben wir hier so einen kleinen Balkon. Können wir rüber in die Werkstatt gucken. Hier wird auch das Schlafzimmer, denke ich, mal reingehen. Ich werde das hier noch ein bisschen zumachen, damit das ein bisschen ordentlicher aussieht. Und dann hier auf der Seite vielleicht in das Bett und so weiter und so fort. Die ganzen Deko-Sachen, die wir so haben. Ich muss unbedingt noch mal nach Deko-Geschichten suchen. Ich habe schon mal ein paar Sachen installiert hier an Mods und so, aber leider hängt sich dann mein Spiel auf. Und das ist ein bisschen... Müsste man noch mal gucken, ob das jetzt vielleicht doch funktioniert. So, okay. Jo, haben wir mittendrin so eine fette Treppe. So, und dann machen wir das hier auch nochmal. Aber das geht jetzt irgendwie nicht, oder was? Warum nicht? Geht. Zack. Zack. Okay.
Und dann werde ich das hier so ein bisschen abgrenzen. Hier müssen wir, glaube ich, auch nochmal... Hier machen wir einfach mit Wänden. Wir machen hier die Wände hin. Heißt, ich werde das hier so zumachen. Andersrum bitte. Manu, warum? So, wir müssen noch die Schrägdinger rein, das ist klar. Dann kommen wir von hier oben. Hier machen wir noch eine Doorframe rein. Okay. Hier wieder eine Wand. Doorframe. Warum ist die jetzt so rum und die so rum? Warum ist das so? Schon wieder. Ich sehe das nicht. Ich kann das nicht erkennen, welche Seite das ist. Okay. Hier dann noch ein paar Wände rein. Ich habe keine Wände mehr. Das ist furchtbar. Das ist schrecklich. Ich brauche den Flugmodus. Hier, ne? Oh, ja, falsche Etage. Nanü. Kann ich auch wieder laufen. So. Hier. Dann Wand. Super. Warum? Ich raff das nicht. Was ist jetzt daran so schwer zu verstehen? Wenn die anderen Wände alle so sind. Ja. Okay, jetzt nochmal die Schrägdinger, dann haben wir es eigentlich. So, dann haben wir nämlich hier das so ein bisschen abgegrenzt. Das finde ich ganz gut. Das ist hier so eine Art Flur. Und dann können wir nämlich hier auch... Das machen wir auch gleich. Dann machen wir gleich zwei Räume raus. Haben wir hier einen Ausgang und da auf der anderen Seite auch einen Ausgang. Dann machen wir nämlich hier... Ja. Oh Gott, erschrocken. So. 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 Und so. Und hier
Warum sieht das jetzt hier so kacke aus? Moment. Jetzt guckt dieses Ding da wieder raus. Diese Prinögel hier vorne von der Tür. Ah, besser. Nicht besser. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt. So. Jetzt noch die Schrägdinge. Klappt auch wieder richtig gut. Nicht. Warum macht er das jetzt nicht? Mach mich fertig. Mach's mich fertig einfach. Ich gehe mal in Fly, vielleicht hilft das. Ich wüsste nur nicht, warum das jetzt helfen sollte. Ja, dann mach das doch da jetzt ran. Es ist egal, was ich drücke, ne? Das funktioniert gar nicht. Macht er nicht. Kriegt er nicht gebacken. Super. Wenn ich das jetzt hier wegnehme. Wird's heiß. Okay, habe ich verstanden. So, kann ich dann vielleicht unter Umständen so etwas dahin bauen? Fast. Was für ein Murks, mal ehrlich. Ja, dann nehmen wir das halt nochmal weg. Hilft ja nicht. Wenn es nicht anders geht. So. Geht das denn hier auch nicht? Könntest du auch bekloppt werden, ne? Das hatte ich doch gerade. Oh Mensch, du solltest die zweite Variante nehmen. Ja, nee, bei dem geht das nicht. Spannend. Hilft nicht. Auch das geht weg. Okay.
Ja, einmal zu weit voll. So, jetzt. Zack. 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 Okay. So, ich denke mal, innen drin muss ich ja wohl auch noch mal eine Runde kaputt machen. Oder habe ich damit jetzt alles? Hier muss ich noch mal kaputt machen. Sehe ich erst, wie scheiße das aussieht. Das passt ja hier null. Warte mal. Weg. Okay, das muss hier richtig ordentlich aussehen. Ist das auf der anderen Seite auch so hässlich? Ja. Ach Gott. Das ist ja jetzt unangenehm. Was habe ich denn da gebaut? Ja gut, das machen wir denn nochmal. Das heißt, hier muss es so aussehen. Hier kommt eine Doorway rein. Okay. Das gleiche auf der Seite. Okay, gut. Dann schlage ich vor, wir machen in der nächsten Folge weiter. Es wird wohl doch noch ein bisschen dauern, dieses letzte Bild. Aber Huding will Weile haben. Also machen wir in der nächsten Folge weiter. Machen wir diese Auskleidung innen und unten nochmal ein bisschen gucken. Und dann denke ich, können wir auch mit der Einrichtung anfangen. Und dann war es das mit dem Let's Bild. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.